Wann sind Sie denn das erste Mal als Kind mit Ideologie konfrontiert worden? Mit Ideologie hat man es natürlich vom ersten Tag an zu tun, indem man in der DDR zur Schule gegangen ist. Ja. Aber gab es dazu, zu dem, sagen wir mal, zu den Wahrheiten, die in der Schule gepredigt wurden, gab es da ein Korrektiv für Sie? War das die Familie? Ja, bei uns zu Hause herrschte ein ganz anderer Ton. Meine Mutter war keine DDR- oder SED-Anhängerin, im Gegenteil. Also wir waren, wenn es um Radiosender oder um Fernsehstationen ging, wurde bei uns zu Hause nur Westen gehört und gesehen. Und solange die Mauer noch nicht gebaut war, sind wir auch sehr viel in West-Berlin gewesen. Wir hatten da Freunde, Verwandte, haben dort eingekauft. Wir wohnten auch nahe an der West-Berliner Grenze, sodass das schon eine Gegenwelt war. Sie waren ja ab 1986 in verschiedenen Oppositionsgruppen tätig. Aber es muss ja vorher schon so einen Moment gegeben haben, wo aus der Bürgerin Marianne Birtler der politische Mensch wurde. Gab es da so einen Schlüsselmoment für Sie? Das ist ja nicht so, dass man irgendwie mal ein paar Tage verschärft nachdenkt und am nächsten Tag sagt, jetzt gehe ich in die Opposition oder so. Das sind Entwicklungen, die meistens damit beginnen, dass man anfängt, die eigene Integrität zu verteidigen, das eigene Selbst oder sozusagen, das lasse ich mit mir nicht machen, hier behaupte ich mich. Das verdanke ich meiner Mutter, die wirklich auch von früh an uns lehrte, Freiheit zu lieben und Diktaturen kritisch anzusehen und so. Da musste ich mich also überhaupt nicht umstellen, im Unterschied zu vielen anderen. Ich bin dann als junges Mädchen in der Kirchengemeinde sehr engagiert gewesen, konfirmiert worden. Und da schlug so mein Herz. Und ich bin dort auf Menschen getroffen, die nachdenklich waren, die Dinge hinterfragt haben. Das heißt, die Kirche war auch eine Art Schutzraum. Ja, weil sie war sowas wie eine Ersatzöffentlichkeit. Also viele Diskussionen konnten ja öffentlich gar nicht geführt werden, weder in den Medien noch sonst wo im öffentlichen Raum. Und die Kirche war so eine Art Ersatzöffentlichkeit, wo vieles geschah, was anderswo nicht geschehen durfte. Jetzt kommen wir übrigens am Schloss Bellevue vorbei. Jochen Gauck hier Bundespräsident, das ist schon immer noch ein besonderer Gedanke für mich. Dann lädt er mich hier zum Kaffee trinken ins Schloss Bellevue ein, das ist schon schräg alles. Sie haben am 11. Oktober 2000 hat Ihre Zeit als Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde begonnen und Sie haben Joachim Gauck abgelöst. Angesichts dieser Schicksale und Abgründe, die Sie eingesehen haben in den Akten, gab es bei Ihnen auch mal den Moment, wo Sie an der Menschheit verzweifeln wollten? Nö. Also ich war natürlich oft bedrückt und obwohl ich vorher schon meinte, das Wichtigste zu wissen über die SED und über die Staatssicherheit, habe ich dann doch noch mal ganz andere Dimensionen erlebt und erfahren davon, was Menschen erleiden mussten, wie sie schikaniert und gequält wurden und so. Und trotzdem sind ja die Akten eben auch ein großer Vorrat an Geschichten, wie Menschen eben trotz dieser Gewalt, trotz dieser Bevormundung und dem vielen Unrecht, wie Menschen getrotzt haben, gerade geblieben sind. Ganz normale Leute, die viel mitgemacht haben, aber dann, als sie gefragt wurden, ob sie mit der Stasi zusammenarbeiten, gesagt haben, mache ich nicht. Das heißt, die Zeugnisse dieser Menschen, die haben ihnen im Grunde genommen wieder Mut gemacht? Die sind ja alle in den Akten enthalten und das wird häufig übersehen. Man denkt immer, in diesen Archiven gibt es nur Zeugnisse von Verrat und Niedertracht, das stimmt. Aber es gibt eben immer auch die andere Seite. Ja, das war alles No-Go-Area für uns hier. Hier konnten wir nicht mal in die Nähe der Grenze. Das war ja auch auf der Ostseite noch ein breiter Grenzstreifen, den wir nicht, also normale Bürger wie wir, nicht betreten durften. Das heißt, wenn wir so wie jetzt über die Spree tuckern, bewegt sich das immer noch? Also ja. Sie haben sich noch nicht dran gewöhnt? Es hört nicht auf. In der ganzen Stadt ist ja die Grenze markiert durch so einen doppelten Pflasterstreifen. Und immer wenn ich darüber gehe, macht mein Herz einen kleinen Hüpfer und sagt, hier war mal die Grenze und ich kann jetzt einfach rüberlaufen. Ich schätze mal, das bleibt so, bis ich alt und grau bin. Ja.